Das war ein startender Helikopter vor meiner Haustür und das ist Happy Wheels Folge 103. Viel Spaß. Lagados. Ich hoffe mal nicht, dass das Lag heißt. Nö, das war nichts mit Lägen. Okay, das ist schwierig. Ich muss den fast reißenden Fluss überqueren, nur mit so ein paar Brückenteilen. Ja, es geht. Wer ist das? Wow! Noch jemand? Okay, der. Oh! Mein Baby hat mich gerettet. Oh, da wäre ich fast runtergefallen. Wow! Sehr gut! Ja. Break them! Was soll ich denn breaken? Jetzt bin ich über Glas. Oh, das durfte ich auch kaputt machen. Ich darf hier alles zerstören mit meinem Pingoa. Win this if you can. Ja, kann ich. War aber langweilig. Deswegen machen wir He won't kill you. He won't kill you. Was zur. Was wird das? Nein, du sollst doch nicht mit dem Kopf aufkommen, Junge. Das Level ist eigenartig. Da kann man sowieso durchfallen, das ist ein Troll. Oh, doch nicht! Was? Okay, muss ich wahrscheinlich echt mit einem richtigen Charakter irgendwie was machen. Dead. Also ich kann mein Vehikel ja benutzen. Was ist das für ein Level, Mann? Ich fliege jetzt hier oben drüber. Oh Gott. Ja, aber diesmal hat er mich so nicht erwischt. Ja, der fällt auch nicht auf mich drauf, wenn ich von oben ihn schon runterhauen kann. Ach, jetzt ist es jetzt was, sonst ist ein Fake. Ich weiß nicht, wie ich das bewerten soll. Ich bin großzügig. Door of Freedom 10. Die ersten neuen Teile sind gar nicht so wichtig. Ich hab den breitesten oder eher höchsten Aufzug der Welt erwischt, glaube ich. Da war so viel Platz drin. Was soll das die ganze Zeit mit den Geistern hier? Ja. Total Darkness and Total Shit. Na komm, zwei. Control the Ball. So. Ah ja, so sollte es ungefähr gehen, oder? Moment. Up and down. Ja, es ist mein Bein im Weg. Aber das. Nee, mein Bein zieht. Ich sehe ein Problem. Kriege ich das echt nicht durchgezogen hier? Wenn ich jetzt die ganze Zeit wirklich oben gedrückt halte, dann ziehe ich mein Bein zwar länger damit, aber. Tja. Oh nein, was ist das denn? Will mich verarschen? Das schafft kein Mensch. Oh, jetzt. Oha. Das ist schon gefährlich hier. Ja. Ah, hier soll ich es loslassen? Okay. Moment, Moment, Moment. So, jetzt irgendwie hier so. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war gar nicht mal übel. Ich hab schon öfter sowas gesehen, aber das hier war ganz cool. Dabbing Bot. Was? Komm, dab für mich. Okay, ich muss den roten Ball klicken. Also ich krieg's nicht hin, aber vielleicht jemand anderes? Splixkiller zum Beispiel. My mouse almost broke. Ja. Das habe ich bei mir auch festgestellt. Der klickt noch nicht mal auf den Ball, der klickt da oben hin. Was? Macht der jetzt. Was für ein Dad. Ja. Ja, an sich, die Idee ist super witzig, aber ich hab's nicht hinbekommen. Ich wähle es also nicht. Ein Circle Obstacle Course. Die Atmosphäre gefällt mir. Nicht jeder Obstacle Course hat so ein eigenständiges Feeling.
Oh, das Chuck Norris Finn nicht mit Doppel-N habe ich leider nicht erreicht, aber ich will ja auch hier weitermachen. Wow, die vielen Äxte. Moment, ich muss mich richtig drehen. Ja, jetzt. Okay, hoffentlich funktioniert das. Wenn das klappt, dann gibt es einen Stern plus. Yo! Also ich muss echt sagen, das war... Wow. Hallo. Was ist denn da noch? Egal, fürs erste Level und dann noch, ja, 4 Sterne kann man geben. Jawohl, wunderschönes Trampolin. Ball Throw Darts. Okay. Ja, super. Hallo, wieso geht das aber nach hinten weiter? Was ist das denn für ein Scheiß? Was das war das für ein Verarsche? Ja. Und. Omi feigt, du kannst nichts. Ich fand das ehrlich gesagt ganz cool. Es hat noch ein bisschen was gefehlt, aber für eine 4 reicht's. Snowman Revenge. Das klingt nach einer richtig guten Map. Und die Sterne sagen auch, dass es gar nicht mal schlecht ist. Oh, ja. Super Baby Chicken. Was willst du denn, hä? Jo. Oh nein. Oh gut, die bleiben dann so schräg stehen. Was ist das jetzt? Was wird das? Ich stelle mich hier hin. Bringt das was? Das war nicht ganz der Ausgang, den ich erreichen wollte. Hier nochmal so. Okay, das war ja klar. Jetzt kommen die Teile wieder. Was mache ich? Ich glaube, ich fahre einfach rückwärts und hoffe nicht getroffen zu werden. Ja, genau. Dann gibt es so einen kurzen Frame Einbruch, aber ich sterbe nicht. So, hier stehen bleiben. Ach so, ich muss hier. Aha, so kommt man an der Kanone vorbei. Jetzt haben wir hier ein Feuer. Sterbe ich, wenn ich da durchfahre? Ah, es wird eingefroren. Warum auch immer. Was jetzt, was jetzt? Die werden alle in Schneemänner verwandelt, oder was? Hä? Was ist hier los? Oh nein! Ich lebe noch, ich lebe noch. Was zur Hölle? Intensive Sonneneinstrahlung. Ja, ich habe gesehen, dass da... Scheiße. Ist das bescheuert? Ich habe sogar gesehen, dass das da ist und dachte, ich sterbe schon nicht auf der Höhe, aber ja. Es ist gar nicht so einfach, über den rüber zu springen hier. Ich komm nicht rüber! Okay, jetzt. Wie geht's weiter? Oh, was ist jetzt los? Einfach nur eine Einblendung, okay, nichts passiert weiter. Ein Sturm! Was? Ja, diesmal gehe ich gleich in Deckung. Wow, cool, wie die bis hier rüberkommen. Jetzt habe ich so ein Schwert in mir drin. Alter! Oh, der hat noch eine Bombe sogar. Der hat eine Bombe. Ich traue mich da nicht hinzu. Ja, besser ist es. Ey, das geht noch weiter, ne? Der plant hier noch mehr. Was ist das? Jetzt versinken wir in Schleim? Wow. Schon heftig. Was kommt jetzt? Komm jetzt wieder mit Ausrufezeichen irgendwelche Sachen vom Himmel. Ja, na klar, ich kenne das Prinzip. Warum frage ich überhaupt? Das hatten wir jetzt aber schon länger nicht mehr. Naja. Ja, das Gedonner die ganze Zeit. Wow! Das war knapp. Ich hab's geschafft, glaube ich. Wenn ich jetzt noch da drauf springe und dann hier rein. Nee. Was muss ich machen? Hä? Ach so, jetzt hat's geklappt irgendwie. Ich fall gleich um. Kann ich mal bitte gewinnen? Hallo. Was ist los? Oh Mann. Hallo, ich kann. Oh, nein, jetzt fall nicht ab. Fall nicht von dem. Der ist von seinem Segway abgefallen. Er ist von seinem Segway abgefallen. Bitte nicht. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Komm, fahr vorwärts, Junge. Bitte. Ich kann da irgendwas machen. Moment. Ich komme nur vorwärts gerade. Ich krauch gerade zum Ziel, glaube ich. Ist das erbärmlich. Okay, durch die Explosion habe ich endgültig verkackt. Was? Oh, wow, das war das Ende.
5 Sterne, das war richtig geil, das Level. Lava Box Fix. Oh. Was zur. Hä? Was wird das denn hier? Hör auf, hier gegen mich zu springen. Ich will nur zum Win. Nein. Ah, ihr gleicher Mann. Ey, das ist super schwierig. Hätte ich nicht gedacht. Wie komme ich denn an dem vorbei jetzt? Ach. So. Ja, ich muss ihn wegdrücken, aber wie denn? Der holt jedes Mal neu aus, bevor ich beim Win bin. Oh. Okay, ist das der Win? Alles klar. Das war auf jeden Fall cool, aber für die 5 reicht es mir dann nicht. Explore Dragon. Wer darf den Dragon hier? Unser Explorer-Guy. Sagte schon den Namen, dass er exploren muss. Wo ist der Dragon? Wow. Ist das der. Oha, was für ein Dragon. Er fährt gerade die ganze rückwärts. Fast wäre runtergefallen. Alles klar. Ich komme hier auch, glaube ich, gar nicht hoch, oder? Ach ja, falls im Hintergrund jetzt irgendwelche Geräusche hört, das liegt daran, dass geschliffen wird. Super geil. Kann ich jetzt bitte den Drachen hochfahren? Dankeschön. Hallo, wie geht's dir so? Ja, gut. Oh, da schlagen wir nochmal eine Brücke vor Freude. Ich muss ganz ehrlich sagen, eigentlich war es nicht so geil, aber ich mag ja, Drachen und so, also so ästhetische Sachen, aber ich muss nur 4. Confusion. Was? Interessante Schilderkombination. Ich gebe tatsächlich noch einen Stern, weil ich kulant bin und das ganz lustig fand an sich. Horseback Riding. Ja! Wir haben doch schon letzte Folge ein Pferd gehabt, dann haben wir halt nochmal ein Pferd. Ja, das Pferd dreht durch. Ja, war okay. 3 Sterne. Okay, von Fake, Fake, Fake. Das kann nur gut sein. Das ist doch mal was. Ja! Weil er ehrlich war, was das Level betrifft, 1 Stern. Immerhin. Was? Shrek? Stand da gerade Shrek? Moment, 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 Moment. Shrek Swamp. Geil. Shrek. Somebody once told me. Bitte nicht. Hört mit den Memes auf. Ist das schon wieder? Nee, das ist kein Dick. Das ist tatsächlich eine Zwiebel. Einfach, weil es Meme-Potenzial hat, 2 Sterne. Das ist okay. Letztes Mal für heute Conveyor Belt Run. Ja, ich sehe schon das Problem. Oh nein! Oh Gott! Oh Gott, das wird ja noch ein bisschen übler als gedacht. Weil ich denn. Okay, man kriegt das mit ihr sogar relativ gut auf. Na, ich hätte mich nicht drehen dürfen. Ich weiß doch, wie fragil die Köpfe in diesem Spiel sind. Ich dachte, so komme ich wenigstens schneller vorwärts, wenn ich jetzt schon wieder so komisch mich fortbewege. Nein, das Baguette hat es nicht aufbekommen. Baguette. Baguette, ey. Oh Mann, ich komme null vorwärts. Ich habe kein System hier, ich kann nichts. Jetzt stecke ich sowieso mit dem Kopter fest. Okay, Moment, vielleicht kriege ich es hin. Das ist falsch. Das ist auf so viele Arten falsch. Yo, ja, yo! Gib Gummi, Mann! Okay. Ja, nimm das Glas ruhig mit, das kann nicht schaden. Es ist da durchgefallen. Gut. Gut zu wissen, dass dieses lila Zeug da unten gar nicht fest ist. Da können Sachen durchfallen. Nein, nicht wieder umdrehen, sonst landest du wieder auf deinem Kopf und der wird zermatscht. Oh. Wird ja immer besser. Ananas. Hier, greif sie mit dem. Korb. Greift ihr dann das mit. Oh, die fangen auch an sich zu drehen, sobald man sie richtig berührt. Aha. Cool.
Oh nein. Was wird das jetzt hier? Oh Mann, oh Mann. Wieso komme ich denn jetzt überhaupt nicht mehr vorwärts, weil die Ananas da so in mir drin ist dazwischen wieder. Okay, gut. Eigentlich bin ich jetzt, übrigens, ich gebe erstmal eine 5, weil ich fand das irgendwie richtig unterhaltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt bin ich verleitet zu gucken, was da noch. Monster. Okay, das hier ist eine komische Zahlenkombination. Wow, das ist aber auch nicht schlecht. Ich will mir das doch anschauen jetzt. Das macht mir Spaß. Der User hat interessante Ideen. Das ist ein kleiner LSD-Trip. Nö, die beiden anderen Level gucke ich mir jetzt echt noch an. Das macht ja auch noch was her. Was sollen diese Zahlen da? Ich verstehe es nicht. Hat das einen tieferen Sinn? Ich komme in die Melonen. Erst machen wir hier Ananas zu schaffen und jetzt Melonen. Ich komme nicht vorwärts. Ja, irgendwie läuft das Teil nicht mehr. Jetzt. Wie bitte? Sag mir nicht, das läuft jetzt da oben lang an der Wand. Hä? Dachte ich zumindest, aber jetzt stecke ich wieder fest. Tatsächlich, da passiert nichts mehr. Das ist natürlich ärgerlich. Ich werde es jetzt nicht raten und ich bin traurig, dass es da kein richtiges Ziel gibt. Hat er da wenigstens bei Monsters was Ordentliches gemacht? Ach so, haha, das trifft sich ja gut. Das ist das Level aus der vorigen Folge, das ich schon von ihm gezockt habe. Gut zu wissen, dass wir nochmal Maps von ihm gefunden haben. Ich erwarte noch sehr viel von 666 in Zukunft und sage, das war's mit dieser Folge von Happy Wheels. Bis zum nächsten Mal.